Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zurück bei Mr. Survival. So, neuer Tag ist angebrochen. Ich habe gerade mal offscreen geschlafen. Ich nehme die Folge jetzt hier gleich am Stück zur vorherigen auf. Deswegen, falls ich jetzt wieder auf Kommentare nicht direkt eingehe, tut es mir leid. Ich produziere gerade hier mal ein bisschen im Voraus. Also jetzt nur noch, ich nehme jetzt nur noch die Folge hier auf und dann ist gut. Mache ich jetzt eigentlich auch nur, weil ich gerade tierisch Bock drauf habe. So, jetzt pass auf. Also Bobby. Ja, Bobby sitzt. Jetzt ist die Frage, kann ich das? Nee, das Ding kann ich nicht mehr bewegen, ne? Sollte ich Bobby vielleicht einzäunen mit so einem kleinen Gartenzaun? Wäre das vielleicht sinnvoll? Oder gehört der jetzt einfach mir und kommt jedes Mal freiwillig wieder nach Hause? Ich weiß es nicht. So. Wie sieht es denn in meinem Equipment aus? Oh, die Stiefelchen gehen noch. Alles klar, das T-Shirt ist bald durch, aber das ist ja nicht so schlimm. So, wir haben noch Futter. Apropos Futter, ich muss vielleicht noch was essen. Wäre nicht schlecht. Komm, dann haust dir rein, mein Lieber. Solange noch was hast. Man lebt nur einmal. Nee, Moment. Hier. So. Trinkst du noch ein Schlückchen Wasser? Glaube, ich muss es gar nicht extra ins Inventar packen. Das könnte ich auch direkt so saufen, aber naja. Wie viel ist da noch drin? Ist nicht mehr so viel. Ist nicht mehr so viel. So, das Fässchen vors Türchen. Zack, bumm und gut ist. So. Knifte ausgepackt. Wie viel Schuss haben wir noch? Genügend. Genügend. Können wir mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, weil rein theoretisch dürfte er jetzt nichts nachgespawnt sein. Ich bin ja immer noch in derselben. Ja. Das war sowieso das andere Auto. Das Auto wäre das gewesen. Jo. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, es dürfte theoretisch nicht. Hallo? Hab ich wohl übersehen. Dann mach mal die Lampe an, es ist noch ein bisschen dunkel. Noch ein bisschen früh am Morgen, mein Lieber. Brauchst du Licht? Ich muss gestehen, das mit dem Fass nervt ein bisschen, aber. Lieber so, als dass mir nachher hier die Leute die Bude auseinandernehmen. Wasserfläschchen schon wieder. Jetzt habe ich es in meiner Ordnung hier. Ich könnte ja theoretisch die anderen Zimmer dafür nutzen, um dort ein Lager aufzubauen. Dann machen wir ganz viele solche Schränke und hauen dann alles rein, was wir so brauchen, was wir so finden. Da glaube ich gar nicht verkehrt. Nee. Der Stock kommt hier rein. Zum Holz. Genauso wie die Stöcke und das und das und das und das. Kommt alles hier rein. Das ist jetzt der Holzschrank. So. Benzinkanister. Sehr schön. Was ist da noch drin? Auch noch eine Säge und och, je. Ich gucke gar nicht erst rein. Wir gehen einfach, würde ich sagen. Wird fast vor die Tür. Ganz klar, Türe zu. Bobby, pass auf, dass hier keiner einbricht. Pass auf dich auf, mach's gut und vielleicht finde ich ja Gesellschaft für dich. Ein Weibchen oder so. Aber du bist ein Weibchen, ne? Du hast keinen Bürzel auf dem Kopf. Gut, so genau kenne ich mich mit Hühnern nur auch nicht aus. Egal, bevor ich jetzt hier irgendeinen Müll erzähle, geht's los. Und die Lämpchen. Ach so, er als Licht. So, genau. Dam, dam, da dam, da dam, da dam, da dam, dam. Einmal hier vorbeigehuscht. Die Autos haben wir, glaube ich, auch noch nicht durchgeguckt. Vorsichtig. Jawohl, bist ja richtig gut. So, mal kicken. Licht aus. Engine aus, genau. Mal gucken, sind hier wieder Banditen unterwegs oder sind wir alleine? Da ist der Bunker. Ich sehe keine. Nö, ich sehe keine. Alles klar, hier sollten wir eigentlich dann relativ sicher sein, ne? Gibt's ja nicht irgendwas zu looten.
Duck dich mal. Genau. So, hier waren wir ja schon drin. Hier kommt man ja nicht rein, ne? Da ist ja dicht hier. So, da geht's nicht auf. Da drüben ist auch dicht. Können wir uns höchstens vor den Zombies verstecken. So, hier ist nichts. Alles klar. Okay, dann. Ich gucke jetzt nochmal, aber. Nee, ich sehe tatsächlich niemand. Dann würde ich tatsächlich sagen: rein in die Karre, wir fahren vor und krabbeln ein bisschen Zeug ab. Oder? Ist ja alles Safety? Sicher? Hallo? Safe? Und so? Gut aus. Echt gut aus. Keiner da. Dann los. Da brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Nehmen wir mit. Benzin. Da ist nichts, da ist noch ein Reifen. Ah ja, schön, schön, schön. So, ja, ich bin aber trotzdem vorsichtig. Ich weiß ja nicht, ob die vielleicht einfach so spawnen oder. Das mit dem Auto interessiert mich jetzt trotzdem nochmal. Kann man die jetzt wieder. Ja, genau. Kann man die nicht mehr abbauen? Komisch. Da ist nichts drin. Immer wieder die Knifte raus. Jetzt fühle ich mich etwas sicher. Oh. Den Köcher könnte ich dann bei Gelegenheit auch mal auffüllen. Da ist nichts. Da ist nichts. Schön vorsichtig. Da ist nichts. Schade, ja, dass man die Taschen nicht ins Auto kriegt. Finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Hier ist noch ein Köfferchen. Der ist aber auch leer. Da haben wir den haben wir, glaube ich, auch schon ausgeräumt gehabt. So, und sonst gibt es hier kein lootbares Auto mehr. Alles klar. So, bei dem Haus waren wir ja auch schon. Wir könnten natürlich mitnehmen, was wir jetzt da kriegen, aber wir wollen auch mal ein paar neue Sachen entdecken. Deswegen packe ich jetzt das Auto hier voll. Und ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht mal speichern. Habe ich nämlich in der letzten Folge auch nicht gemacht und dazwischen auch nicht. Es wäre extrem ärgerlich, wenn ich jetzt draufgegangen wäre. Gut, wir tasten uns mal vorsichtig vorwärts. Nanu, wo geht's denn da hin? Komm, wir gehen erstmal an den See runter, oder? Jo. Sagt, der Sprit immer noch 8 Liter, das ist gut. Wow. Alter Schwede. Alter Schwede, was ein Ausblick. Ist ja geil. So, die Taschenlampe kannst du, glaube ich, mittlerweile ausmachen. Ist hell genug. Ah, guck mal, ein Verband. Sehr schön. Können wir nämlich gebrauchen. So, warte mal, kommst du da hoch? Ah, guck mal, Komponenten. Gehen wir halt über das Auto. Nee, okay, hat sich erledigt. Aber hier steht noch was, sehe ich gerade. Wow, oder? Cool. Ist doch schön hier, hm? Ja, was ein schöner Ausblick. Muss man gleich mal einen Screenshot von machen. So, da hinten ist noch was und da ist noch was. Und da oben ist noch ein Haus, sehe ich gerade. Cool. So, erstmal alles wieder einräumen hier, ganz klar, gar keine Frage. Den Verband, den nehme ich jetzt, glaube ich, mal mit. Sicher ist sicher. Dann gucken wir uns mal kurz in dem Haus da oben um. Ich habe so die Befürchtung, zur Militärbasis kommen wir jetzt diesmal doch nicht. Ich muss einfach alles angucken.
glaube, das ist ein Zombiehaus. Erst noch eine Axt. Ich hätte ich gern. Also Zombies höre ich schon mal keine. Hallöchen. Jemand da? Komponenten, sehr schön. Gleich zweimal. Finde ich super. Noch eine Säge. Die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Das nehme ich mit. Wer weiß, wenn wir es brauchen. Patronen. Sehr schön. Die Tasche ist leer. Ich glaube, die Taschen sind neuerdings irgendwie alle leer. Kann das sein? Wow. Mal ein Haus, das nicht bewohnbar ist und auch keine Zombies drin sind. Den Hammer lasse ich auch liegen. So. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat es noch ein zweites Stockwerk, ne? Jo. Mal gucken. Die Lampen würde ich gerne mitnehmen. Guck mal, Feuerholz. Bin ich verwirrt. Wie komme ich ins zweite Stockwerk? Oder hat es doch kein zweites Stockwerk? Kann das sein? Da oben ist definitiv ein Raum. Nur weißt du, also bei dem letzten Haus, das so aussah, hatte dann hinten eine Treppe. Aber das hier nicht. Okay, dann gut, dann geht's ja noch nicht hoch. Okay, dann halt nicht. Kein Problem. Da hinten sind auch noch Wohnwagen. Glaube ich, oder? Ja, das ist ein Wohnwagen. Wow. Mann, hier können wir ganz schön absahen. Bei den Komponenten ist halt wichtig. Brauche ich irgendwie am meisten. Achso, das wollte ich hier aufheben, ne? Geht nicht mehr. Die Karre ist gleich voll. So, pass auf, dann fahren wir jetzt einfach mal kurz dahinter. Gott sei Dank haben wir hier einen SUV, der kann ja schön über Stock und Stein fahren. So, langsam, nicht, dass hier gleich wieder irgendwo ein Bär rumrennt oder so. Na? Bandidos oder sind wir allein? Sieht verlassen aus. Jo, das sieht verlassen aus. Cool, also das ist schon geil. Die Map ist größer, als ich dachte. Ich habe nicht erwartet, dass wir schon fast alles gesehen hätten. Und, oh, schon wieder. Na gut, ich glaube, ein paar Sachen kann ich direkt. Den nehme ich mit. Das Köfferchen? Komm ich da rein? So. Ganz schön hartes Handtuch hier. So, aber das war's schon, ne? Sonst gibt's hier nichts. Und da oben geht es auch noch auf den Berg rauf. Da hinten geht es auch noch weiter. Oh, krass. Also wirklich, die Map ist tatsächlich größer, als ich dachte. Wo geht es auch noch da hinten hin? Komm da. Wir machen jetzt halt mal so eine richtige Wuscheltour und gucken mal. Gucken mal, was hier so alles auf uns wartet. Oh, Alter. Okay, aber hier ist Ende im Gelände. Da können wir tatsächlich umdrehen. Da ist nichts mehr. Oh, mach langsam. War ja nicht die Karre zu Schrott. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurück zu laufen. Die Karre ist voll mit Loot. Da hinten sieht es aber aus, als wäre da noch was, oder? Nee, das ist nur ein Loch. Alles klar, nur eine Senke. Ui, ganz schön wendig die Karre. Aufpassen, nichts kaputt machen. Oh Gott, ich hoffe, mir verreckt jetzt keine Zündkerze oder Batterie oder sowas. Die Batterie war eh schon angeschlagen, glaube ich. Hätte eh nur noch 15% oder sowas. Ich glaube, allzu frisch war die nicht mehr. Jetzt bloß nicht ins Wasser, ey. Bloß nicht ins Wasser. Welche Scherze können wir machen, wenn wir ein drittes Auto haben, muss man Spaß haben, mal ins Wasser fahren, um zu gucken, ob. Oh, ich habe einen Huhn gehört. Um zu gucken, ob man unter Wasser fahren kann, aber ich bezweifle es. So, was ist hier? Das ist ja auch noch was, guck mal. Das hätte versucht, hier ein Haus zu bauen. Ach, sieht auch nett aus hier.
So, wenn wir uns doch gerade hier sind. Huch. Oh. Füllen wir mal den Eimer mit Wasser. Jetzt haben wir 10 Liter Wasser dabei. Können wir dann wieder abkochen? Jetzt bin ich mal neugierig. Okay, wir können nicht tauchen. Tauchen ist nicht. Ich werde das hier nochmal schnell speichern. Ich hoffe, hier ist kein Bär. Sonst werde ich echt... Werde ich hier echt vor Panik davonlaufen. Hier kann Bock drauf zu gehen. Was ist das hier? Es sieht hier aus, als wäre da... Wo sind wir denn jetzt? Ja, wo bin ich denn jetzt? Ah, oh. Guck mal. Ah ja, die sieht besser aus. Oh nein, ich kann die Munition nicht aufheben. Wieso das denn? Die ist nur ein Deko. Warte. Oh, wo geht's denn da hin? Ah, guck mal. Ja, Hallöchen, wo sind wir denn jetzt? Sage mal, ich habe gar keine Ahnung, wo wir gerade sind. Boah, cool, cool. Oh, das macht richtig Laune, das Spiel. Also, falls der eine oder andere sich noch nicht sicher ist, ob man das Spiel kaufen sollen. Also, ich kann es nur empfehlen. Also, mir macht es wirklich Spaß. Und, ja, mir macht es Spaß. Also, ich würde sagen, ja, ist auf jeden Fall dafür, dass es nur 8 Euro kostet, kann man es sich auf jeden Fall kaufen. Gas. Wow. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich habe das überhaupt nicht erwartet, dass hier noch so viel zu... Dass es noch so viel zu entdecken gibt. Ich dachte eigentlich, wir hätten die Map schon fast durch. Krass, was es hier alles gibt. Ja, nicht zu fassen. Das war ein geiles Spiel, einfach nur. Ist leer, das macht dann nichts. Hallo, jemand da? Oh, ja, Komponenten. Hallo. Was? Firewood, okay. Wie sieht mein Inventar aus? Ja, geht eigentlich. Essenstechnisch geht auch noch. Ich nehme jetzt einfach mal hauptsächlich die Komponenten mit. Weil, wie gesagt, das ist tatsächlich das, was wir am meisten brauchen. Oder was am schnellsten irgendwie weggeht. Das weiß ich nicht, was es ist. Das nehme ich jetzt mit. Altmetall, noch eine Batterie. Auf jeden Fall die Cola. Muss. Ja, guck mal, wie viele Autobatterien hier herumstehen. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Wassertürmchen. Wer weiß. Wer weiß. Wir gehen einfach mal hoch. Und gucken mal. Vielleicht finden wir ja was Feines. Vielleicht jetzt mal der eine Turm mit dem Helm war nur Glück. Oder auch nicht. Oh, gleich zwei. Cool. Was ist denn das neuerdings, dass die Sachen immer zweimal spawnen? Schön aufpassen. Schön aufpassen. Wenn jetzt der Nebel kommt durch. Ich hock mir jetzt Auto und fahre nach Hause. Das sage ich euch. Da ist nichts drin. Okay. Krass, die Karre wird da sogar dreckig, wenn man im Matsch fährt. Ist das geil. Die Weste ist echt noch gut. Geiler Scheiß. Equipment. Jawohl, wir haben Armor. Cool. Wir kurven jetzt mal dahinter. Huch. Vorsicht. Oh, ganz viele Autos. Ja, was haben wir denn da? Hallo. Oh! Oh, weg hier! Alles klar, alles klar.
Jetzt schauen wir uns ein anderes Mal an. Huh. Heiligsblechle. Dann fahren wir halt mal da lang. Ah, da gibt's auch noch so viel. Oh nee, warte mal, bleib mal auf der Straße bitte. Oh, da ist noch ein Helm. Da ist ein Helm, Leute. Karre aus. SWAT-Helm, den ziehen wir natürlich direkt an. Equipment. Zack. Bäm. Nochmal speichern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Boah, ist das cool oder ist das cool? Na, hallo, da hat einer Post. Aber sag mir's nicht, wir können hier in irgendein Haus einziehen, ey, dann falle ich vom Glauben ab. Boah, wie idyllisch das hier aussieht. Aber mal abgesehen von den... Ja, keine Zombies. Irgendwie seltsam. Kein Nebel, keine Zombies. Das Haus sieht ja auch interessant aus. Ich guck mich jetzt hier nur ein bisschen um. Ich werde jetzt hier nicht anfangen zu looten, weil die sind eh schon voll. Boah, geil. Alter, krass. Irgendwo hier so eine Vorstadt oder so. Ist schon geil. Es ist schon echt nice hier. Oh Mann, Leute, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich als Thumbnail nachher nehmen soll. Ein Trailerpark. Aber wir können ja nicht irgendein Haus in Beschlag nehmen, ne? Geht nicht. Das geht offenbar nicht. Okay, warte, ich... Oh Gott, ich will gar nicht aufhören, aber die Folge neigt sich langsam dem Ende. Ich würde gerne noch nach Hause, bevor wir abbrechen. Also wir kommen definitiv wieder. Das steht schon mal fest. Ich möchte hier alles angucken. Ich möchte hier looten. Ich will wirklich jeden Winkel unter die Lupe nehmen. Das ist schon echt cool. Und vor allem die Basis da hinten, die gucken wir uns auch noch an. Jetzt mal gucken, kommen wir hier irgendwo mit dem Auto durch? Oh, was ist das? Was war denn das jetzt? Krass, das sah jetzt komisch aus. Hat so ein bisschen was von The Walking Dead und so, weißt du? Lass mal da durch. Ja, wenn man langsam macht, kommt man ja auch schön durch. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da jetzt vorbeizufahren. Sieht so aus, als... Es sieht so aus... Oh, da oben ist auch noch ein Haus. Das sieht aus wie eine Quarantänestation, oder? Ah ja. Leute. Meine Güte. Oh, guck mal, da unten geht's. Oh mein Gott, wie viel es denn hier noch zu entdecken gibt. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Okay, das Haus ist natürlich jetzt nicht so interessant hier. Ja, okay, hier kannst du. Lass mich mal hier durch. Ah ja, guck mal, das ist doch hier so ein... Soll doch hier so ein Quarantäne-Ding sein, oder? Oh, was ist denn das jetzt hier noch? Nee, was ist das? Sieht irgendwie komisch aus. Ach, das ist ein Bergbau, oder was? Da geht's doch... Geht's da rein?
So eine Art Bunker oder so? Sieht zumindest so aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, guckt euch das an. Nanu, wo sind wir denn jetzt? Alter, ich finde nie wieder nach Hause. Ich finde nie wieder nach Hause. Nanu? Oh, ich kann nicht auf die Matten laufen. Das sieht tatsächlich aus wie ein Bunker hier. Ah ja, und da leckt mich fett. Da unten geht's da noch rein. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, ich muss jetzt leider abbrechen. Das geht jetzt. Ich muss jetzt nach Hause mein Zeug abladen. Und gibt's hier eigentlich irgendeine Map? Nee, wenn ich M drücke, kommt nichts. Flix und zugenäht. Meine Güte. Guck mal, da oben ist auch noch irgendwas. Nochmal so ein Aussichtsturm, habe ich gerade da oben gesehen. Da oben in der Waldspitze, da, hinter den Bäumen. Oh, ich bin hin und weg. Hier ist Ende Gelände. Scheibenkleister. Leute, Leute, Leute. Machen wir mal langsam. Machen wir langsam. Das ist definitiv ein Zombiehaus. Da. Okay, damit hat sich die Frage auch erledigt, ob die Zombies überhaupt noch auf der Karte sind. Ja, sind sie. Nein. Nein! Nein! Was ist denn jetzt? Der Motor! Na! Scheiße! Kacke, was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Motor. Wenn jetzt der Nebel kommt, bin ich am Arsch. Scheiße. Scheiße, Leute. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Jetzt ist mir der Motor verreckt. Ich glaub's ja nicht. Ich hab's doch gewusst. Ich hätte nach Hause gehen sollen, als ich noch die Möglichkeit hatte. Zombies? Nein, keine Zombies, aber ich finde hier bestimmt auch keinen Motor. Scheiße, Scheiße. Nicht. Ich gehe aufs Klo. Mist, 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 Mist. Scheibenkleister, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier nach Hause komme, ne? Okay, da hilft nur eins. Aber das machen wir jetzt nicht in dieser Folge. Ich werde jetzt hier speichern, definitiv. Okay, meine Lieben, dann logge ich mich jetzt hier aus. Dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwo einen Motor herkriegen, damit wir wieder nach Hause kommen mit dem Auto. Jo, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir sehr. Ich bin echt überrascht, wie groß die Karte doch ist. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.